Gnaden der Leid. Gnaden der Leid. Sind er gut gelaunt? Ich nicht. Manchmal schon viel früher los, weil das hat auch mit dir nicht geklappt. Und ich hab noch einen Unfall gehabt auf der Autobahn, da bin ich mit dem Geisterfahrer hin und rufgefahren. Aber was da los ist, wenn ich es sage, heute geht mir es nicht gut. Dann noch schlechter eigentlich. Ich habe mich gestern Abend im Herbert getroffen. Wir treffen uns irgendwo in der Woche. Da müssen wir den Kummer ertränken. Sie kennen das ja, man hilft ja, wo man kann. Aber es wäre schon auch. Also ich will es jetzt mal umgekehrt austricken. Ich kann jetzt noch eine Woche Wasser saufen, es ist immer noch Schale. Der Herbert kennt sie, und das ist der Mann von Schlappmaus Elvira. Der Herbert, der hat jeden Tag Streit mit seiner Frau. Jeden Tag, seit 25 Uhr. Kennen Sie sich sowas? Ja, viele nicken, ja. Jetzt hat der Herbert gesagt, ich habe immer Streit und Elvira fand immer auch. Der Herbert hat nichts gemacht. Das ist so ganz oft so. Die Männer haben nichts gemacht. Eine sehr persönliche Situation. Fast schon, also ich erzähle das auch nur Ihnen. Und plötzlich hat es Elvira mit dem Streit angefangen und gesagt, Herbert, mach mal bitte den Rollo runter, ich will jetzt in die Dusche gehen, nicht, dass die Nachbarschaft sieht, wann ich Dusche gehe. Und da hat der Herbert nur gesagt, wenn die Nachbarschaft sieht, dass du Dusche gehst, machen die den Rollo schon selber. Sie für einen Käse. Zwei Blumenkohl, 1,85 €, was kosten doch bitte eine? Dann hat er gesagt, ja, eine kostet 1 €. Da habe ich gesagt, dann nehme ich den anderen. Die können mit Zahlen nicht umgehen, die Leute. Ja, also, das ist dafür nicht Wurzeln. Aber es gibt noch mehr Leute, die mit Zahlen nicht umgehen können. Denken wir doch nur mal an unseren berüchtigten Bischof Thebarst van Elst. Was ein Scheißname, aber was ich hätte so jemand mit so einem Scheißname schon gar nicht hingestellt. Ja, jetzt hat sich der Herr Bischof eine Hütte gebaut für 31 Millionen Euro. Ja, wir wissen ja noch nicht immer aufs Land, genau. Van Elst, wie ich das erste Mal gehört habe, und ich gedacht, naja, vielleicht ist es ja ein Holländer. Aber dann nennt er sich ein Wohnwagen, der wird leben. So ein Frieden. Ja, und die katholische Kirche rudert natürlich gleich zurück und sagt, ja, aber Moment mal. Bedenke, von diesen 31 Millionen Euro sind ja nur 2 Millionen Euro aus Kirchen,
Kirchensteuergeldern und die restlichen 29 Millionen sind aus dem bischöflichen Stuhl. Da ist es jetzt auch noch ein Geldschießer. Ich kann damit nicht umgehen, wirklich. Das hat der Papst schon noch, der soll sich sammeln. Der soll sich nicht sammeln, der soll noch rechnen lernen, der Idiot. Na, wirklich. Ich weiß schon, dass es auch ein bisschen kirchliche Veranstaltung ist. Ich habe hier meine Predigt vorbereitet. Ich habe halt wieder mal ein paar Zeit für meine Lebensabschnittsgefahr, muss ich die Ruhe machen. Die Steuererklärung habe ich gemacht. Herr Präsident, ich habe ein Gedichtschritt, da habe ich jetzt vortragen. Ja? Weil normalerweise sind die Leute von mir Prosa-Vorträge gewählt. Ich habe jetzt ein Gedicht und es ist auch nicht so perfekt jetzt, aber. Stehe ich heute vor euch, ihr Leid, weil wie allgemein bekannt seit kurzer Zeit tut der Präsident, den ihr hinter mir kennt, sehe, bald bei der Fernsehsitzung im Mittelpunkt stehen. Das war jetzt der erste Ding. Das ZDF sagte, wir brauchen jetzt bei Mainz bleibt Mainz einen neuen Mann. Denn er kam scheinbar auf 2-3 Zentner gar nicht ab. Dann nennen wir doch den Andreas, den von Schmitte. Der passt sowieso kaum noch in die Bitte. Setzen den Grad hinne in die Mitte. Ja. Und die großen Mainzer-Vereine sagen, der Schmidt ist okay. Wir haben zwar auch andere, die auch dick sind, aber nicht so schön. Drum machen wir jetzt gar kein Fetz. Der Schmidt, der Messdiener. Genau der Herz. Da habe ich jetzt noch einen Satz geschrieben, der ist nicht genau im Versmaß, aber ich bin geachtet. Und komme ich auch aus dem Pals, so tue ich doch diese Entscheidung sehr begrüßen. Weil so viel Spaß wie der Herr Betz im Kopf hat, hat der Schmidt schon in den Füßen. Goldig-schnarriges Fasnachtsgesicht. So, und jetzt bin ich fertig mit meinem Schmidt-Messdiener Fernseh-Fasnachtspräsidenten-Beweihräucherungsgedicht. Ja, ich habe da noch auf der Rückseite habe ich noch was Handschuh. Und noch ein Satz, bevor ich von der Bühne fliehe. Wer glaubt, der tät viel essen, der hat noch nicht trinken gesehen. Wollte ich eigentlich jetzt gar nicht erzählen. Ich
ich habe auch große Probleme mit der Welt erleidet, weil, gucken wir, was jetzt alles schon alles wieder im Januar passiert ist, das Jahr 2014, das ist ja noch gar nicht alt, ne? Was schon wieder alles im Januar. Die Schlechtfigur der Straße hat das Becken gebrochen. Langsamer nachher. Hast du einen Motivationskurs? Die Schlechtfigur, die Schar kennt ihr ja, oder? Die Schlechtfigur, also die Frau Merkel, ja? Die hat es auch nicht, deswegen nicht ganz gebrochen, sondern angebrochen. Noch nicht nur das macht sie fertig. Da ist sie ganz stolz am Krücke aus dem Krankenhaus hinausgelaufen, ganz tapfer. Also weil ich den Wach habe, der Arzt gewiss, ich gesagt, Frau Merkel, das geht so nicht. Ja, sie bleiben jetzt mal do. Sie haben das Becken gebrochen. Es wäre ganz klar, dass Sie eine verantwortungsvolle Position haben, dass Sie ein wichtiger Mensch sind und dass Sie richtig wichtige Termine haben, aber Sie bleiben jetzt mal do im Krankenhaus. Und nicht nur, dass Sie do bleiben, Sie werden auch noch operiert. Das Gesicht machen wir gleich mit. Und zu meinem Oberarzt hätte ich gesagt, passen Sie bitte bei der Operation auf, dass Sie nichts verwechseln. Wenn ich jetzt so in den Saal gucke, wenn das sehe ich laute, hübsche, attraktive Frauen. Und wenn ich in die deutsche Politik gucke, wenn sie ich da, Frau Merkel. Und der meiste Hammer ist ja die Frau Nahles. Die Frau Nahles. Also nicht nur, dass die mir nicht gefällt, die babbelt ja auch nur Käse. Ja, also an der Hirnhautentzündung stand die auch mal nicht. Mit der Welt nicht mehr zurecht, ey Leute. Du brauchst ja nur, wenn ich rauszulaufen, die jungen Leute, die sagen mir noch nicht immer mehr guten Tag, haben sie das mal gemacht. Die klotzen alle ins Handy, haben die Stöpsel in den Ohren. Sonst wäre uns nicht gepflegt. Ich komme ja vom Land, also ich habe ja noch richtig gelernt, wie man guten Tag sagt. Ich habe ja früher jedem immer und überall guten Tag gesagt. Tag und Nacht. Also bei mir war das so ausgeprägt, als ich zum ersten Mal in der größeren Stadt war, habe ich dann auch jeden guten Tag gesagt. Das war damals in Alsei. Dann gibt es ältere Leute, die erwarten so, weil die älteren Leute haben das ja auch so gelernt wie ich, die erwarten von den jüngeren Leuten, dass sie das noch merken, dass sie vergessen haben, guten Tag zu sagen. Die gucken dann die Jüngeren so erwartungsvoll an. So mit dem Motto, du siehst schon, dass ich gucke. Da wird ja gleich was kommen. Ja, da wird ja gleich hinfallen, dass du was vergisst hast, weil du siehst schon, dass ich gucke. Da wird ja gleich was kommen. Und da kommt auch gleich was. Hey, Alter, was klatschen so blöd? Und jetzt haben wir ein richtiges Problem, weil der eine, der will nur, dass der andere guten Tag sagt und der andere hat dann was Böses gesagt. Hey, Alter, was klatschen so blöd? Wie geht man jetzt so damit um? Das ist eine Charakterfrage, da geht jeder anders schon mit um. Ne? Denke mir nur mal zum Beispiel an meinen Großvater väterlicherseits, das war so ein Schrank, der hat so Ärger gehabt. Wenn zu dem jemand gesagt hat, hey Alter, was klutscht denn so blöd? Da hätte mein Großvater gar keine weitere Frage mehr gestellt. Da hätte den Gegenüber mal körperlich zurechtgerückt. Und zwar in der Art und Weise, dass der in Zukunft außer guten Tag gar nichts mehr sagen kann. Ich habe es ja schon gesagt, ich komme vom Land. Ja, also, bei uns hat man den Kieferbruch nicht so viel Worte gemacht. Und mein Großvater, der hätte noch richtig gute Argumente gehabt, der hätte dann gesagt, ja, wenn der das Maul sowieso nicht aufmacht, braucht er auch gerade Zeit. Die jungen Leute, selbst wenn die sich Mühe geben, dann sagen sie alle guten Tag, dann sagen sie allenfalls Hallo. Am
schon mal gemerkt? Hallo. Ja? Also hallo, jetzt muss ich wieder von früher erzählen. Jetzt komme ich mir vor wie ein alter Mann. Hallo hat man früher nur an einer einzigen Stelle gesagt. Am Telefon, genau. Und das Telefon war früher grün und stand im Gang. Und für die Jüngeren unter Ihnen, das stand dort fest, das konntest du nirgends mit hinein. Das hat wieder Schnur. Wann du was vom Telefon gewollt hast, dann hast du mir so zum Telefon hinein. Das stand fest im Gang. Und wenn ich dich gerade sehe, wann du früher telefoniert hast, dann die ganze Familie außen rum gestanden. Und haben noch Kommentare abgegeben. Wir haben die NSA gar nicht gebraucht. Gewollt hast und mich zum grünen Telefon hier gelaufen, dann hast du mir auch die Nummer diese von der jährlichen Mutter auch. Weil die hast du mir ins grüne Telefon hintippen. Ja. Und die Mädchen jetzt zu erklären, was ein Mail schreibt, ist das wieder bekannt. Du hast die Nummer diese genießt und schätze mir so nämlich im Telefonbuch nur gucken. Und das Telefonbuch, das war früher auch noch ein Buch. Das war keine App, keine Internetseite. Wenn du dort drin was gesucht hast, dann hast du diese auch noch das Alphabet kennen. So war das früher. Und noch was, wenn du früher das Haus verlässt und wenn du zu der Haustür rausgegangen bist, dann warst du telefonisch nicht erreichbar. Weil du warst dann woanders steht, dort wo das grüne Telefon stand. Und dann sind die ersten Handys aufgekommen, dann ist es losgegangen mit dem Durcheinander. Der Willi hat bei uns im Dorf als erstes ein Handy gehabt, ausgerechnet der Willi. Der Willi, kennt sich denn? Der hat so viel technisches Verständnis wie... In der Wirtschaft gehockt, dann sein Handy hat geklingelt, das ist sowas, was ich vorher gar nicht gehabt. In der Wirtschaft, muss ich einmal überlegen. Wir sind vielleicht erschrocken. Du warst auch noch so ein Schar. Da bin ich zu Hause, der war so durcheinander, der hat als erstes mal gesagt, woher habe ich nur gewiss, dass ich doof bin. War früher. Und heute hat jedes Kind ein Handy im Sack, ein Smartphone für 800 Euro. Die Lage ist bedenklich. Weil die Kinder können keine 5 Schritte mehr machen, ohne dort drauf zu klotzen. Ohne SMS zu senden, einen zu empfangen oder sonst was mit dem Ding zu machen. Die nehmen die Welt nur noch zweidimensional wahr. Die Psychologen sprechen von einer digitalen Nabelschnur. Weil es ständig in Verbindung herrscht. Hat mir alles nicht gehabt früher, alles nicht. Wir haben kein Smartphone, wir haben kein Wii und kein Playstation und kein Computer. Wir haben auch wieder kein Fernsehen geguckt, hat mir alles nicht gehabt. Aber davor hatten wir damals schon so innovative Dinge wie Fies für zum Laufen. Zum Laufen an der frischen Luft. Also für die Jüngeren unter Ihnen, frische Luft. Das ist was, das findet draußen statt. Da brauchst du kein Akku und kein Kabel davor. Das ist einfach doof. Wir sind mittags früher von der Schule angekommen, haben andere Klamotten an, dann sind wir raus an die frische Luft. Da sind wir da rumgerannt, haben ein Versteckelsüchs gespielt, und sind wir auf die Bank geklettert oder wir sind in der Wald 1.0. Früher hat auch von uns Bube, hat jeder ein Motorrad gehabt, am Fahrrad war. Du hast damals schon gemerkt, weil wenn du die zu arisch können machen, dass du auch was nicht stimmt. Jeder hat ein Motorrad gehabt. Und oben sind 6
waren wir wieder daheim, weil meine Mutter nämlich gesagt hat, um 6 sind wir wieder da, da werden wir nämlich zur Nacht essen. Und das hat die einmal gesagt in 5 Jahren. Nicht alle 5 Minuten per SMS. Gehabt, ne? Zwei Mädchen, zwei Buben, mein großer Bruder hat mir gegenüber gehabt, so wie sie jetzt hat. Und dass meine Mutter hinkommt mit so einer Schüssel gequälte Kumbeere. Für die studierte Pellkartoffel. So eine Schüssel gequälte Kumbeere auf den Tisch gestellt, da hat mein großer Bruder zu mir gesagt, sieh ich mich noch? Da habe ich gesagt, ja, ich sehe dich noch. Und dann hat er gesagt, dann langt es wieder nicht.